Freunde, wir sind zurück und wir machen auch direkt weiter mit einer weiteren Folge Atom RPG. Wir sind immer noch im Bunker und waren hier ein bisschen in der Bredouille beim letzten Mal. Man sieht's, wir haben hier gegen diese komischen Rattenviecher gekämpft. Aber wir haben es überlebt. Aber wir sind dafür vergiftet und verstrahlt. Aber irgendwas ist ja immer. Wir machen weiter, wir erkunden weiter und gucken uns hier mal dieses Gerät an. Vor dir steht eine riesige Maschine auf einem Kettenantrieb. Ganz oben erkennst du einen eckigen Klotz, der wohl so etwas wie einen menschlichen Kopf darstellen soll. Vermutlich ist es ein Roboter aus der Vorkriegszeit. Eine Erfindung, die so geheim war, dass die meisten Menschen im Land nicht einmal ahnen konnten, dass sie nicht nur in den Science-Fiction-Büchern existiert, sondern mittlerweile auch im realen Leben. So, was macht man, wenn man sowas sieht? Erstmal gegentreten. Autsch, du stößt dir den Fuß. Du fragst dich kurz, ob dieses ganze Getrete vielleicht noch zu deinem Tod führen kann. Aber es gibt keinen guten Grund, das auszuprobieren. Die Maschine, andererseits, zeigt keinerlei Reaktion auf deine Attacken. Der Maschine noch einen Tritt verpassen. Ein TP-Schaden erlitten. Ach, super. Den Körper betrachten. Der Hauptteil der Maschine hat eine metallene Platte, die sie bedeckt. Sie wird von einem einfachen Schloss verschlossen gehalten, das man mit etwas Know-how wohl öffnen könnte. Das Schloss knacken und die Metallplatte entfernen. Erfolg! Haha! Nachdem du eine Weile am rostigen Schloss herumgewerkelt hast, kannst du die Metallplatte mit einem leisen Krachen entfernen. Vor dir siehst du ein wildes Durcheinander an bunten Kabeln, die du nun entweder mitnehmen und an jemanden aus dem Ödland verkaufen könntest oder hier lassen könntest und versuchen, das Gerät zu reparieren. Technologie natürlich, wir sind hier Technologiefuchs. Fehlschlag. Die Maschine ist viel zu kompliziert für dich. Du beißt dir auf die Zunge, reibst dich an der Stirn und realisierst, dass jeder Versuch, dieses Ding zu reparieren, es nur noch mehr kaputt machen würde. Die Kabel herausziehen. Du spuckst in die Hände und ziehst mit aller Kraft ein Bündel Kabel heraus. Wertvolle Metalle aus Kabeln könnten dir eine Menge Geld bringen, aber im Gegenzug könntest du dich von dem Gedanken verabschieden, dieses Wunderwerk der Technik jemals wieder reparieren zu können. Ah, okay. Und wir sind überladen. Verdammte Axt. Haben wir noch was zu essen eigentlich? Da. Dosenfleisch. Tam, 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 tam. Wieso kann man da eigentlich nicht hochlaufen? Das ist ein bisschen merkwürdig. Ich muss irgendwas loswerden. Hier, Ziegelsteine. So, jetzt können wir wieder vernünftig laufen. Schade, ich hatte mich ja echt drauf gefreut, das Ding zu reparieren. Soll wohl nicht sein. Ach, guck mal, hier sind auch noch Kissen. Oh, Schrotmunition. Zwei Stück, danke sehr. Und da auch nochmal 9 mm wahrscheinlich. Voll gut. Oh, Schiebetür. Und die Musik wird böse. Was haben wir da? Du nimmst Wecker. Klebeband, ja. Recht schönen Dank. Und Regale durchsuchen. Hier haben wir wieder Altpapier, ja. Man weiß ja nie, wann man mal Altpapier braucht. So, was haben wir hier? Ein Computer steht auf dem Tisch. Er ist für vorkriegszeitliche Technik sehr modern. Obwohl er von einer Schicht aus Staub bedeckt ist, sieht er immer noch brauchbar aus. Technologie, versuche ihn einzuschalten. Erfolg! Du überblickst den Computer, pustest den Staub weg und wischst dir mit deine Hand über den Bildschirm. Du drückst ein paar Tasten auf der Tastatur und findest den Knopf, der den Computer einschaltet. Er funktioniert überraschenderweise noch. Der Bildschirm leuchtet auf und ein leises Summen erfüllt den vergessenen Bunker. Den Computer betrachten. Ein schwach beleuchtetes Display zeigt folgende Nachricht. Willkommen beim OWL-System, Genosse. Ich erinnere dich daran, dass der Lastenaufzug A1 aufgrund vom Befehl 712 momentan versiegelt ist. Es ist
ohne Befehl deiner Vorgesetzten strengstens verboten, den Aufzug zu öffnen. Außerdem gibt es 3, 1, 2, 3 ungelesene Nachrichten. Unter diesem Text befindet sich eine, C, Befehlszeile. Wie es scheint, kannst du dort Befehl eingeben. Etwas eingeben. Öffne. Aufzug. Bunker. Befehl ausführen. Okay. Da war falsch. Wenn Bunker geschlossen, dann öffnen. Ah, dieses Terminal hat nicht die Befugnis, die Steuerung der Eingangstür des Bunkers zu bedienen. Okay, warte mal. Löschen. Öffne Aufzug. Ungültiger Befehl, das gibt's doch gar nicht. Na gut, wir gehen mal weiter. Codeschloss. Okay, wir müssen uns wieder umgucken. Vielleicht ist hier irgendwo ein Code versteckt. Das wird ja immer besser. Verschlossen. Kommen wir auch nicht ran. Menno! Aber hier sind Zahlen drauf. 3, 4. Warte mal. Mal eben einmal umgucken. Das sollen wahrscheinlich die Dinger hier darstellen. Aber wir können das ja trotzdem mal ausprobieren. Wer weiß. Vielleicht geht's ja. Ah, kann ich nicht knacken. Schade. Eins, zwei, drei, vier. Kann ich nicht. Verdammt. Wo kriegen wir denn jetzt den Code her? Habe ich irgendwas übersehen? Was ist das hier eigentlich? Ach so, kann ich nicht mitnehmen. Schade. Suchen. Da ist auch nichts mehr drin. Was ist das hier? Kondom. Wo habe ich denn das Bild her? Nehmen? Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Warte mal. Eins, zwei, drei und vier. Du konntest den Code nicht entziffern. Etwas eingeben. Wenn Nachricht öffnen. Okay. Öffne Nachricht. Welche Nachricht? Ah, guck mal. Eins. Petrov, ich erinnere dich daran, dass der neue Code für den Fernsehraum 2104 lautet. Wage es nicht, sie doch auf den Code zu geben. Nach dem letzten Vorfall braucht er einen verdammt guten Grund, nur in dieselbe Richtung zu blicken wie der Fernseher. 2104. Warnung, Befehl 712 ist aktiv. Aufgrund dieser Tatsache erinnern wir dich daran, dass es verboten ist, den Lastenaufzug A eins ohne direkten und expliziten Befehl deiner Vorgesetzten zu öffnen. Aha. Nur Arbeit und keine Freizeit macht armen Petrov zu einem gelangweilten Arbeiter. Nur Arbeit und keine Freizeit? Ah ja. Ist immer dasselbe. 2104 war es, glaube ich, ne? Okay, pass mal auf. 2104. Tada! 20 Erfahrungspunkte. Oh! 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 Ich warte, bis sie rankommt. Und dann gibt es einen gezielten Schlag in den Nacken.
keine Aktionspunkte. Okay. Ey, 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 ey. Zack. Aua, 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 aua. Kackvieh. So, suchen. Fleisch nehmen wir mit. Da ist wieder ein Computer. Den gucken wir uns gleich an. Ich will erstmal einen Spind hier ran oder was das auch immer ist. Vor dir steht eine dir unbekannte Maschine. Wenn du dich mit alter Technologie auskennen würdest, könntest du wahrscheinlich sagen, was das für eine Maschine ist. Okay. Vorkriegswodka. Der muss mit. Den können wir hier nicht liegen lassen. Zeltlampenbatterie. Patronen. Ja, nice. Altpapier. Mhm. Und noch mehr Altpapier. Tee. Patronen. Okay. Cool. MIDI-Pool-Daten überprüfen. Oder MDI-Pool-Daten. Von CD booten. Disketten-Bootfehler. Diskette einlegen und Enter drücken. Ich habe keine Diskette. No. Okay. Kriegen wir denn jetzt eine Diskette her? Ich frage mich gerade, ob wir hier drüben auch reinkommen mit dem Code. 2104. Nee. Ist verkehrt. Verschlossen. Okay, wir gehen hier hinten nochmal gucken. Vielleicht habe ich was übersehen. Toilettenpapier. Ganz wichtig. Okay, das habe ich da wahrscheinlich reingelegt, ne? Ja, das ist von mir. Da ist auch nichts mehr drin. Mikrochip, okay. Vielleicht muss ich versuchen, an dem anderen Computer eine Diskette rauszukriegen. Weil da liegt ja auch was, guck mal. Da oben drauf, die Floppy. Etwas eingeben. Wenn Aufzug geschlossen, dann öffnen. Lol. Der Aufzug ist nicht mehr länger versiegelt und einsatzbereit. OWL freut sich, geholfen zu haben. Das war ja easy, ey. Da muss man erstmal drauf kommen. Ah, wie geil. Gehen wir in den Aufzug rein. Spiel wurde automatisch gespeichert. Jo, das ist gut. Piep. Ich glaube, wir werden beobachtet. Hier sind die Duschen. Aha. Verschlossen. Aufbrechen. Geht nicht. Verdammte Axt. Warum ist denn immer alles abgeschlossen? Oh, die ist auf. Yeah. Was haben wir hier? Kompaktkassette. Ich weiß immer noch nicht, was ich damit machen soll. Falls das jemand von euch weiß, ihr dürft das gerne mal in die Kommentare schreiben. Wenn. Oh, jetzt kann ich den auch öffnen. Das ist ja lustig. Aprophenum ist aus zwei Gründen bekannt. Erstens, weil es akute Verstrahlungssymptome heilt. Und zweitens, weil es eine starke halluzinogene Droge ist. Aufputschmittel. Ja, okay. Wir sind auch verstrahlt. Das heißt, das können wir direkt benutzen. Oder nee, warte mal. Wir warten noch. Wir warten noch ein Sekündchen. Weil wir jetzt nicht wissen, was hier gleich passiert. Nicht, dass ich gleich wieder verstrahlt werde. Das wäre äußerst
ungünstig. Map. Oh, hier Kommandozentrale oder so. Klebeband. Hust, hust. Huch. Fehlschlag. Aber hier kann ich nichts machen, oder? Kann ich hier irgendwie ein bisschen am Terminal rumspielen? Nee. Irgendwelche Knöpfe drücken und sehen, was passiert. Aber hier, guck mal. Die Regale sind voll. Salz. Das lassen wir liegen. So viel Krempel brauchen wir nicht mitnehmen. Toilettenpapier ist immer wichtig. Falls man mal groß muss. Das nehmen wir alles mit. Können wir bestimmt teuer verkaufen. Tee. Tee ist auch immer gut. Wobei ich ja Kaffee bevorzugen würde. Was ist das? Schon wieder Salz. Nee, brauchen wir nicht. Mikrochip. Mikrochip. Junge! Was sollen wir denn mit den ganzen Mikrochips? Können wir eine Computerfirma aufmachen? Okay. Aber hier scheint nichts mehr zu sein. Wir gehen mutig weiter. Und wir speichern mal. Und da kommt schon was auf uns zu. Oh. Ziel ist zu weit entfernt. Mürmig. Zack. Bam. Guck mal, wir können da lang und wir können hier lang. Ich glaube, wir gehen erstmal links. Scheint sowas wie das Lager hier zu sein. Nix drinne. Nix drinne. Und nix drin. Natürlich. Da auch nicht. Da auch nicht. Möp. Das Anvisieren ist manchmal ein bisschen schwierig. Muss man sich dran gewöhnen. Aber trotzdem macht es Spaß. So, oh. Wir gucken alles durch. Wir brauchen eine Diskette. Zack. Okay. Klebeband. Gut. Dann gehen wir hier rüber. Ah, das scheinen die Baracken zu sein, ne? Ich kann das leider nicht lesen, was da drauf steht. Und da kommt schon wieder ein Rädchen. Oha. Es. Rattenfänger bin ich von Hameln. So, was haben wir hier? Leere Flasche, brauchen wir nicht. Verschlossen. Oh, verschlossen ist immer gut. Wenn man sie denn öffnen kann. Auch verschlossen. Das gibt's doch gar nicht. Toilettenpapier, ja. Yeah. Noch mehr. Also falls wir Durchfall kriegen, wir sind gerüstet. Okay, die kann man nicht aufmachen. Da hinten ist schon wieder eine Ratte. Hab ich genau gesehen. Yeah.
Schloss geknackt. Und 9mm Patronen. Perfekt. Lupe. Was wiegt die? Ja, komm, nehmen wir mit. Falls wir mal Zeitung lesen. Gegengift. Perfekt, das werden wir auch gleich benutzen. Wir sind ja vergiftet. Warte mal, warum was denn? Da. Benutzen. Jetzt hauen wir uns noch was gegen die Strahlung rein. So, und einmal was essen. Und oh, da müssen wir gleich wieder richtig gut drauf sein. Ich warte, bis es herkommt. Und jetzt gibt's auf die Mütze. Bams. So. Schloss knacken. Fehlschlag. Ich wollte aber das hier knacken eigentlich. Jetzt liegt die Ratte da genau vor, ne? Krieg ich nicht auf. Schade. Nein, 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 nein. Nee, nix drin. Verschlossen. Natürlich. Kommen wir auch nicht ran. Verschlossen. Yes! Salz. Ah. Das Besteck lassen wir drin. Haben wir schon was von. Okay, cool. Dann machen wir die Seite noch hier. Oh, da hinten ist schon wieder Mürmig. Kommen wir nicht ran. Nichts drin, okay. Geht auch nicht. Yes. So, und was ist drin? Gegengift. Ja, sauer. Perfekt. Zwei Stück sogar. Das freut mich. Ist überlebenswichtig, der Kram. Da kommen wir nicht ran. Da auch nicht. Okay. So, da waren wir schon drinne. Gehen wir hier weiter. Oh. Oh oh. Nicht gut. Ich treff nicht. Ah, na immerhin einmal. Aua, aua, aua. Okay. Oh, wie viel sind denn das? Okay, einer weniger. Ach du Heiliger. Hab mich ja auch gerade geheilt, ne? Alten Mistviecher, ey. Ich treff nicht. Uiuiuiuiuiui. Gefällt mir gar nicht. Okay, einer weniger.
Und... Oh, Mann. Na, immerhin. Aua, aua, aua. Wir haben ihn gleich. Komm, stirb! Yes. Aua. Yes. Der Kampf ist vorbei. Du hast 180 Erfahrungspunkte. Alter. Wenn die mal wenigstens irgendwie was haben würden, ne? So irgendwie mal so ein bisschen gutes Zeug oder so. Aber haben die ja anscheinend nicht hier. So, ich werde jetzt hier schnell speichern. Und dann würde ich sagen, wir machen jetzt wieder ein kleines Päuschen. Und sehen... Alter, ich habe gerade gedacht, da steht eine Kakerlake. Oder ist das eine Kakerlake? Lol. Du fühlst plötzlich, dass dich jemand beobachtet. Das Gefühl ist so intensiv, dass du davon Gänsehaut bekommst. Das kenne ich. Sieh dich um. Es ist ziemlich schwer, in dem schummrigen und staubigen kleinen Raum etwas zu sehen. Du kneifst die Augen zusammen und durchsuchst den Raum ein wenig. Es zieht plötzlich eine... Es zieht plötzlich deine Aufmerksamkeit auf sich. Ja, in dem kleinen Wandfenster zeichnet sich die Silhouette eines Mannes ab. Wer ist da? Niemand antwortet. Du fokussierst deine Sehkraft etwas besser und beginnst eine menschliche Gestalt zu erkennen, die dich beobachtet. Es ist ein hagerer alter Mann mit einem dicken, überwucherten Bart. Er ist in schmutzigen Fetzen gekleidet und in etwas, das Körperteil von riesigen Ameisenmutanten zu sein scheint. Für mich ist das der Kakerlakenmann oder Ameisenmann. Der Mann trägt einen abgetrennten Ameisenkopf als eine Art Helm. Zwei wirre, feurige Augen blicken unter dem scharfen Kiefer auf dich. Ein Ameisenpanzer schützt seinen Körper wie ein mittelalterlicher Kürass. Der seltsame Beobachter hält in beiden Händen Ameisenbeine oder Ameisenfühler, deren Enden auf dich gerichtet sind. Schließlich bricht die raue Stimme eines fremden Mannes das Schweigen. Hust, Ameisen Gavrilov stellt sich die Frage, was ist das Ding vor ihr, ihm, Ameise, Ratte oder Mensch? Mensch. Der Mann streckt die Fühler vor sich aus und beginnt, sie wie Zeiger zu bewegen. Schließlich nickt er zufrieden und senkt die Hände. Die Antwort ist richtig. Die chemische Zusammensetzung ist identisch mit der des Menschen. Dasselbe gilt für das Aussehen. Ameisen Gavrilov erkennt sich selbst beim Anblick vom Mensch. Vor seiner Wiedergeburt. Mann, warst du zufällig ein Atommitarbeiter? Ameisen Gavrilov ist das nicht. Ist von dieser Frage verwirrt, denn er versteht nicht, wovon Mensch hier spricht. Vielleicht kann er mit Mensch über andere Themen sprechen. Okay. Wir sprechen in der nächsten Folge nochmal ausführlich mit ihm, denn sonst gibt es wieder Überlänge des Todes. Meine lieben Freunde, wir machen jetzt, wie schon angekündigt, hier erstmal ein kleines Päuschen und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen zauberhaften Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.